Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Fatal Five Way Podcast. Diese Woche sprechen wir wieder über die Ereignisse von Raw, SmackDown und NXT. Ich nehme es mal vorweg, es war keine so tolle Wrestling-Woche. Und dann fangen wir mal mit Raw an, wo ich eigentlich gar keine Lust drauf habe. Nämlich Brock Lesnar kam raus und hat die Show eröffnet unter lauten Buhrufen, wo die Fans dann nur mit Burn It Down Chance geantwortet haben. Heyman hält natürlich wieder seine Promo im Ring für Lesnar. Lesnar hampelt nur im Ring rum. Irgendwann kam McIntyre raus und freut sich, dass Heyman endlich an ihm Respekt zollt. Danach hat McIntyre noch ein bisschen was geblabbert. Und dann kam auch Seth Rollins raus, mit einem Stuhl bewaffnet und hat McIntyre attackiert. Und Lesnar ist abgezischt. Hat noch jemand dazu was zu sagen? Nicht wirklich viel außer der Tatsache, juhu, der Universal-Titel war mal wieder da. Brock Lesnar war mal wieder da? Wow. Müssen wir ja die fängigen Länder an markieren. Ist das jetzt schon das neunte oder zehnte Weltwunder, dass der mal da ist? Naja, auch wenn er eh nur die ganze Zeit am Rumhampeln ist. Und da frage ich mich halt auch, warum holt man ihn, wenn er eh nur am Rumhampeln ist, dafür auch noch eine Menge Geld zahlt, aber er im Endeffekt nicht viel macht? Das ist so meine Frage. Dafür ist er ja bekannt, dass er nur da drin rumhampelt. Ja, eigentlich. Eigentlich würde ich mir gar nichts sagen, aber ich stimme dir voll und ganz zu, Loki. Ich finde es eigentlich auch, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wenn man einen Lesnar holt, der Champion ist, und das Einzige, was er jedes Mal macht, wenn er bei Raw ist, er stellt sich neben Heyman hin, guckt da ein bisschen blöd rum, Heyman hält seine ganz normale Promo, einer spricht Heyman dazwischen, gibt ein kleines Promo-Duell zwischen Heyman und dem anderen und dann geht Lesnar wieder. Und sein komisches Gegrinse. Aber man darf das Segment jetzt nicht so runterreden, weil die Promo von McIntyre und Paul Heyman war. Nein, es war super, aber mir geht es langsam auf den Sack, dass wir jedes Mal das Gleiche kriegen. Bringt doch Lesnar mal in einen Fight oder in irgendwas anderem. Wäre mir doch egal, aber keine Ahnung. Ja, aber Lesnar in einem Segment und einem Fight, das wären ja schon 160.000 Dollar, wären ja schon 1,5 Millionen für einen Tag. Das kann sich Vince dann auch nicht leisten. Na, auf jeden Fall werden wir jetzt WrestleMania nicht mehr sehen. Dann soll er ihn gar nicht booken, ist meine Meinung. Ja, danach kam nach einer Werbepause Finn Balor zum Ring und hat den Fans nachträglich einen frohen St. Patrick's Day gewünscht. Das Glück war ja nicht auf der Seite der Iren in der vergangenen Woche. Und dann wollte er eigentlich eine Herausforderung an Bobby Lashley aussprechen. Er wurde allerdings vom Champion und von Lee Rush unterbrochen, wo sich Rush ein bisschen verärgert über den Kobold war, dass Lashley seinen Topf voll Gold um die Hüften trage. Und dann kam auch schon das erste Match. Finn Balor und sein Mystery-Partner gegen Bobby Lashley und Lee Rush nach einem Running Power Slam von Braun Strowman. Ja, Braun Strowman war der Mystery Partner. War auch irgendwie schon abzusehen. Die Matchzeit war 7 Minuten 25. Ich fand es jetzt kein schlechtes Match. Lee Rush wurde mal von Braun Strowman richtig zerstört, wie man annehmen musste, vermutet hatte. Dieses Selling 1A von Lee Rush, das muss man ihn lassen. Also ich fand es nicht schlecht, dieses Match. Was sagt ihr denn zum Match? Also vielleicht erstmal zu der Überraschung, wo ja viele dachten, es würde eine werden. War für mich eine Überraschung, fand ich auch ehrlich gesagt schade. Weil man hatte bei dieser Raw-Ausgabe echt viele Möglichkeiten, eine Überraschung zu bringen. Nicht nur in dem Segment jetzt. Und dann kommt da so ein Braun Strowman, auch wenn es halt einfach klar war. Aber zum Match kann man eigentlich so viel sagen, dass es solide war. Jeder hatte so seine Spots und naja, am Ende war es dann eine Machtadministration. Aber mehr als solide kann ich jetzt auch nicht sagen. Möchte noch jemand was zum Match sagen oder scheinbar nicht? Dann kommen wir gleich zum nächsten Segment. Das war ein Backstage-Segment mit Ronda Rousey, wo in die Halle mit ihrem Ehemann gekommen ist und gleich von einem Referee gestoppt wurde mit Sicherheitsleuten hinten, der gesagt hat, dass die heute unter besonderem Schutz steht, unter Aufsicht, dass sie nicht wieder so ausflippt wie in der vergangenen Woche, wo sich ja dann nach dem Match, wo sie hatte, wieder ausgeflippt ist mit dem Attacke auf den nächsten Ringrichter. Wird bestimmt die nächste Geldstrafe geben. Ja, und danach hat man in der Halle Moment of Bliss gesehen. Ich glaube, das war auch wieder das beste Segment, was man bringen konnte, von den ganzen Segmenten her. Alexa Bliss hatte einen Elias zu Gast, der da auch ein bisschen gesungen hat oder Gitarre gespielt hat. Und dann kam die Musik von No Way Jose, aber es kam nur seine Partyleute raus und
Heavy Machinery, also das fand ich ja mal wieder mega, was sie da mit Heavy Machinery gemacht haben. Letztendlich hat sich dann herausgestellt, dass unter den Fire-Leuten noch ein No Way Jose war, wo dieses Italian Outfit richtig scheiße aussah. Ich weiß nicht, was die aus dem gemacht haben, das sah richtig furchtbar aus. Jemand zu dem Segment was zu sagen? Also ich fand im Moment of Bliss jetzt nicht schlecht. Gerade die Sache mit Noé José, als er dann Elias angegriffen hat, fand ich ziemlich gut. Klar, ich habe erst am Anfang gedacht, okay, jetzt wird es wieder ein Squash-Match, weil das ist ja irgendwie normal bei Noé José, wenn er ein Match hat. War diesmal aber nicht so. Das ist dann so die positive Sache an der ganzen Geschichte. Und das Match an sich war jetzt nicht stark, aber es war jetzt auch nicht wirklich schlecht. Deswegen, ja. Ja, bisher kann ich dir da nur zustimmen. Der Moment of Bliss war in Ordnung. Wieder schön lustig. Und das Match war ein grundsolides Wrestling-Match. Es sah ja auch mal danach aus, als würde Noé José gewinnen. Aber letztendlich ging das Match dann doch nur 4 Minuten. Aber wie schon gesagt, wir dachten alle, das wird ein Squash-Match. Aber dieses Attire von Noé José finde ich furchtbar. Die sollten das wieder ändern. Ja, fand ich zwar auch ziemlich interessant. Vor allen Dingen Heavy Machinery bei dieser ganzen Nacht mal zu sehen. Und dann dachte man ja wirklich erst, die Party-People würden ohne Noé José reinkommen, was ja, ein bisschen seltsam gewesen wäre. Ja, dass Noé José sich dann unter sie gemischt hat und dadurch dann Elias angegriffen hat, ohne dass er am Anfang gemerkt hat, wer es überhaupt war. Ja, Idee ganz gut. Ich finde das Detail ziemlich cool, also diese Party-People von Noé José. Ja, Messzeit von 4 Minuten. Ja, nicht sehr lang, aber doch länger, als man gedacht hat. Weil, wie ihr eben schon gesagt habt, man hätte auch mal im Dach denken können am Anfang, dass es ein Squash-Match werden könnte. Ja, nach dem Drift Away hatten ja Elias gewonnen. Ja, kann man so machen, das Match war nicht alles Schlechteste. So, nachdem ich jetzt meinen Discord kurz neu erziehen musste, kann ich jetzt auch wieder mit euch reden. Ja, das Match war okay. Der Moment of Bliss war tatsächlich teilweise auch wirklich sehr unterhaltsam. Ich habe das sehr gefeiert, als Elias kam mit den Standardworten Hello, I'm Elias. Und dann kommt Kackendreist zurück. Hello, I'm Alexa. Das war schon sehr geil. Ja, gut. Und Match hat sich ja ergeben. Aber ich muss halt sagen, wenn ich No Way José wäre, ich würde mir auch überlegen, woanders hinzugehen. Weil wenn ich im Prinzip der Pausenclown bin, der innerhalb von 4 Minuten mal eben schnell abgefertigt wird, das kann auf Dauer nicht die Lösung sein. Also abfertigen ist für mich das falsche Wort. Abfertigen im Sinne der Matchzeit. Natürlich hat er auch seine Spots gehabt. Ganz schnell, versteht das nicht falsch. Da hat Luki schon recht. Aber wenn ich dann für effektiv vielleicht 5 Minuten da rausgehe, weil ich 1 Minute mit meinen Dance-Boys und Girls da durch die Gegend renne, und 4 Minuten Matchzeit gegen Elias hab und am Ende liege ich dann doch wieder auf der Fresse, ist halt irgendwie, ja, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Und wenn jetzt keiner mehr was dazu zu sagen hat, kommen wir auch schon zum nächsten Segment, wo Kurt Engel in den Ring kam und die Fans Thank You Kurt Chance wieder gerufen haben. Dann das Wichtigste, wer wird sein WrestleMania-Gegner? Dann hat er verkündet, dass es jede Menge Leute geben wird, gegen die er gerne antreten will, aber es nur eine Person gibt, die er wirklich besiegen wolle. Und dieser Mann war der ehemalige General Manager Baron Corbin. Hurra! Wobei man jetzt schon wieder sagen muss, es kam nicht so gut bei den Leuten an, bei den Fans. Richtig negativ. Und die sind schon am Überlegen, Kurt Engel an einen anderen Gegner zu geben. Nach dem kleinen Segment, wo er den Gegner verkündet hat, kam dann Chad Gable raus und das folgende Match zwischen Kurt Engel und Chad Gable, wo Kurt Engel 4 Submission im Ankle-Lock nach 12 Minuten 16 gewinnen durfte. Und ich fand es jetzt kein schlechtes Match. Beide durften zeigen, was sie können. Chad Gable mal wieder im Einzelbereich zu sehen, ist auch mal wieder was Interessantes. Letzte Zeit hat man ihn ja eher im Tag-Team gesehen. Aber dass Kurt Engel gewinnt, war schon abzusehen, weil man ihn ja für WrestleMania sozusagen aufbauen möchte. Nach dem Match hat dann ein emotionaler Gable Engel auf die Beine geholfen und sie haben sich umarmt und Baron Corbin hat das Ganze dann unterbrochen und meinte, dass er es genossen habe, Engel jede Woche aufs Neue bloßzustellen. Joa, dann eure Meinung bitte zum Segment und zum Match. Ja, Kurt Engel kommt raus. Die Promos von Kurt Engel sind nicht schlecht, wie ich finde. War wieder unterhaltsam, doch warum bringt man als Kurt Engels letzten Gegner
Baron Corbin. Ich weiß, es passt so ein bisschen zur Story, aber nee, da hat Kurt Angle ist so eine große Legende, da hat er wirklich einen besseren Gegner verdient für sein letztes Match, mit dem er wirklich nochmal ein gutes Match aufbauen kann. Und dass er noch ein gutes Match aufbauen kann, das hat man gegen Chad Gable gesehen. Denn das Match war gar nicht mal schlecht, das war sogar ziemlich gut. War, ja, und danach, ja, Baron Corbin kommt, ja, war auch in Ordnung. Das Match fand ich wirklich gut. Also erstmal zu der ganzen Matchgeschichte bei WrestleMania, muss ich ehrlich sagen, dort war abzusehen, auch wenn ich es nicht gehabt haben wollte. Mir ist das Match, wenn es so passiert, scheißegal, weil dann werde ich es mir wahrscheinlich auch nicht anschauen. Das ist dann so ein Pinkelpausen-Match. Ist bei allem Respekt gegen Kurt Angle, aber ich kann Baron Corbin nicht im Ring sehen. Und das war für mich auch so eine Möglichkeit, eine Überraschung zu bringen, weil er hat ja gesagt, es gibt viele Gegner, gegen die er kämpfen wollen würde, da eine Überraschung zu bringen, vielleicht ein Return oder was weiß ich, wäre schon geil gewesen. Auch mit dem Match danach, weil er ja seine hier die letzten Matches bei Raw haben wird, die nächsten Wochen noch. Auch da hätte man den Sami Zayn zurückbringen können, das ist für mich dann auch wieder so verständliches Potenzial, sage ich mal. Aber mit dem Match mit Chad Gable hat man auch wenig falsch gemacht, auch endlich mal ohne den Bartemantel. Es muss ich ehrlich sagen, endlich, weil der Bademantel passt einfach nicht zu ihm. Das Match war für mich richtig stark. Ist für mich so das zweitbeste Match bei Raw gewesen, aber das war diese Woche auch nicht schwer. Auch wenn ich Raw jetzt nicht so schlecht fand, waren die Matches dann alles in allem nicht so stark, bis auf das Match und noch ein zweites, das der Main Event. Und Gable hat bewiesen, dass er als Singles Wrestler definitiv besser dran ist. Ja, ich fand das auch nicht immer so schlecht. War in Ordnung, dieses Match. Finish steht zwar auch nicht so ganz, warum man Baron Corbin unbedingt nimmt und vielleicht wegen wen anders. War eine Laufbahn von Kurt Angle, gab es ja. Und gibt es ja wirklich genug Gegner, die würdiger sind für ein Abschiedsmatch als Baron Corbin. Ja gut, wie wir mitbekommen haben, ist hier, wie wir das Ganze nochmal überdenken. Vielleicht wird das ja auch sonst trinken. Oder vielleicht wird es auch John Cena oder irgendwer. Wer weiß das schon. Aber an sich schönes Match. Schöne Geste von Kurt Angle im Nachhinein, dass er Chad Gable aufgehoben hat. Und nochmal ein Beweis, dass Kurt Angle ein klasse Mann, ein respektabler und fairer Mensch ist, fairer Wrestler. Ja, Richtung von Baron Corbin war abzusehen. Er kann fast nichts anderes, würde ich sagen. Ich bin gespannt, ob es jetzt aber bleibt mit Baron Corbin. Wenn ja, gebe ich Luki recht. Ist Zeit für eine Pinkelpause. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, weil eben schon wieder diskutiert wird, ob man den Plan wieder umwirft. Einzige, was ich sagen muss, ist tatsächlich, dass ich euch ein bisschen widerspreche, einfach aus dem Respekt vor Kurt Angle, ich werde mir das Match auf jeden Fall angucken. Man könnte sagen, ja, er war schon mal in Rente, hätte vielleicht bleiben sollen, aber mein Gott, ist jetzt halt, wie es ist. Und natürlich werde ich mir das Match angucken, weil ich sitze eh schon 8 Stunden gezwungen vorm Fernseher. Dann kommt es auf die 5, 6, 7, 10 Minuten nicht mehr an. Das stimmt wohl. Also ich werde mir das Match auch anschauen. Wie gesagt, man ist ja mit den 8 Stunden gezwungen, dieses Match zu gucken. Und da kommt es auf die Minutenanzahl, wie lange dieses Match geht, auch nicht mehr drauf an. Danach war in den USA eine Werbung. Nach der Werbung war Baron Corbin im Backstage-Bereich, der sich mit den Revivals unterhalten wollte, die ihn aber nicht wirklich zugehört haben. Dann kam noch Apollo Crews hinzu und hat Corbin zu einem Match herausgefordert, wo Corbin erst nicht zustimmen wollte, aber dann doch zugestimmt hat nach mehreren Überzeugungsversuchen von Apollo Crews. Danach wurde in Ring geschaltet, wo Kali Caruso Sasha Banks und Bayley begrüßt hat für ein Interview, wo sie erwähnt hat, dass sie bereits bei NXT waren, aber noch nicht bei SmackDown. Da wollte sie wissen, ob sie dann bewusst den Iconics aus dem Weg gehen würden. Angesichts der Frage war dann Sasha Banks kurz vor dem Explodieren, wurde von Bayley aber zurückgehalten, die dann anschließend gesagt hat, dass sie bei SmackDown einen ikonischen Auftritt absolvieren würden. Anschließend wurden sie dann von Natalya und Beth Phoenix unterbrochen, wo Beth Phoenix bekannt gegeben hat, wieder in ihre aktive Karriere zu gehen, also wieder aus dem Ruhestand zu kommen für dieses Match. Nachdem sie mit Nia Jax und Tamina aneinander geraten sind, sei doch das Feuer in ihr wieder entflammt und möglicherweise könnte ihr Traum doch in Erfüllung gehen. Heißt, es wird ein Championship-Match geben mit Beth Phoenix und sie kommt für dieses eine Match wieder aus ihrem Ruhestand zurück. Phoenix hat dann noch Banks und Bayley gefragt, ob sie ihren Titel bei WrestleMania gegen Natalya und sie verteidigen würden. Bayley wiegelt jedoch ab und gibt zu bedenken, dass Phoenix möglicherweise etwas mehr Vorbereitungszeit benötigt.
Die Aussage wurde aber vom Publikum mit Buhrufen quittiert und Bailey hat sich dann damit verteidigt, dass sie nur vernünftig sei und Phoenix seit 6 Jahren im Ruhestand ist. Seitdem habe sich der Wettbewerb entwickelt. Und dann hat Natalya noch das Wort ergriffen und bringt ihre Partnerin als Mitglied der Hall of Fame over. Und sie meinen, dass weder Bess noch sie Angst vor den Champions hätten. Nun hat sich dann auch noch Sasha Banks eingemischt, die Natalya vorgeworfen hat, sich im Glanz von Phoenix zu sonnen, um ein Match bei WrestleMania zu erhalten. Daraufhin hat Natalya ihr eine Ohrfeige verpasst, was Banks wiederum mit einem Takedown beantwortet hat. Phoenix hat dann anschließend Banks zur Seite geworfen, worauf sich Bailey vor Phoenix aufgebaut hat, aber auch die hat sie mal zur Seite geschubst. Die hat sich aber dann allerdings wieder aufgerappelt, die gute Bailey. Nach dem Segment kam es dann zu einem Match zwischen Sasha Banks und Natalya, wo Sasha Banks nach DQ gewonnen hat. Nachdem Tamina Sasha Banks, Bailey und Phoenix attackiert hatte. Vor dem Eingriff allerdings hat noch eine Nia Jax alle mit einer Promo abgelenkt. Was soll man dazu sagen? Ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Wurde eigentlich im Prinzip schon alles in der Promo erwähnt, dass sie jetzt in einem Match stehen. Bitte, wer will sie sehen? Also ich muss zugeben, ich hätte da tatsächlich ein bisschen Bock drauf, einfach um Beth Phoenix zu sehen und wie ihr Fitnesszustand so ist. Segment an sich fand ich ehrlich gesagt ein bisschen lang. Hätte man alles ein bisschen kürzer halten können und gut ist. Aber jetzt alleine die Zeit, dass ich dir zugehört habe, muss ich zugeben, ich habe nach 2 Minuten gedacht, wird er auch nochmal fertig? Und so war es halt in der Show auch. Ja, das stimmt. Das war echt ein langes Segment. Also ich hätte auch Bock auf Beth Phoenix, so ist es nicht. Aber ich muss nicht schon wieder Nia Jax und Tamina sehen. Nicht in das ist richtig. Ja, das Problem, was ich damit habe, das Segment war nicht nur so lang, sondern dann bringst du schon wieder ein Match in der 3. Woche oder so jetzt hintereinander und schon wieder geht es 2 Minuten. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Also für mich war abzusehen, dass, jetzt mal von ganz von vorne anzufangen, für mich war abzusehen, dass sie mit den Iconics irgendwas zu tun haben werden in der nächsten Zeit. Aber dazu sage ich dann bei SmackDown auch noch ein bisschen mehr zu. Als dann Beth und Nettie rauskamen, war ich erstmal gar nicht so begeistert davon, weil ich schon eine kleine Vorahnung hatte. Dadurch, dass ja gerüchtet wurde, dass auf jeden Fall eine Legende mit dem Titel was zu tun haben wird. Wo ich so die Hoffnung hatte, dass es Lita und Trish werden und nicht Nettie und Beth. Aber kann man nicht ändern. Ich will das Match jetzt so nicht sehen, weil ich hätte ehrlich gesagt, wie gesagt, Lita und Tisch. Aber das ist dann so Ansichtssache. Und zu Naya kann man nur sagen, ich fand ihre Aussagen lächerlich, dass sie in den 3 Jahren mehr gemacht hat als Beth. Ist irgendwie lächerlich. Naja, keine Ahnung. Ich muss aber mal sagen, ich stimme dir nicht ganz zu. Also ich glaube halt nicht, dass es bei diesem Match bleiben wird. Bei diesem Match Nettie und Beth gegen Sasha und Bailey. Ich glaube nicht, dass es dabei bleiben wird. Ich glaube, da kommen auf jeden Fall Tamina und Naya und noch dazu. Und bei SmackDown dann noch das, was da passiert ist, kommt dieses Team dann auch noch dazu. Von daher kann ich mit dem Match dann eigentlich ganz gut leben. Außer, dass ich Tamina und Naya nicht sehen will. Ja, ich stimme euch zu, viel zu langes Segment. An sich freue ich mich auch drauf, bei Phoenix mal zu sehen. Mir entfiel gerade der Name, weil ich sie in ihrer aktiven Zeit noch nie gesehen habe. Könnte also ganz interessant werden, sie mal zu sehen, wie sie vom Fitnesszustand her ist denn alles drum und dran. Aber wie Malu gerade sagte, Tamina, naja, Jax, nein, bitte nicht. Ich mag sie einfach nicht. Kann man halten davon, was man will. Ich brauche sie einfach nicht. Ich muss sie nicht sehen. Will sie nicht sehen. Aber es hat ein anderes übrig. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man sie doch mit diesem Match in Verbindung weiterhin sieht. Gut, dann haben sie noch nach dem Match Nia Jax verkündet, so dass sie die beiden anderen Teams wieder bei WrestleMania sehen werden. Danach gab es wieder ein Backstage-Segment. Ja, viele Backstage-Segmente dieses Mal wieder bei Raw, wo mal wieder ein Mojo Rawley sein Spiegelbild angebrüllt hat. Ich weiß nicht, was die mit dem vorhaben. Keine Ahnung. Also langsam wird es echt langweilig, wo Mojo Rawley immer da vorm Spiegel hockt und sein Spiegelbild anschreit. Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Deine Frage hin, was sie vorhaben mit Mojo Rawley. Meine Hoffnung, gar nichts. Also, ich muss kurz halten, ich habe keine Meinung. Ah, ich glaube, die anderen haben auch nichts dazu zu sagen, weil es halt wieder unnötig war, dieses Segment. Dann kommen wir schon zum nächsten Match diesmal. Ricochet gegen Verschwinder Jinder Mahal. Aus Sicht von Ricochet wieder ein fantastisches Match. Zu Jinder Mahal muss ich nichts sagen, ich mag diesen Typen nicht.
Ricochet gewann auf jeden Fall dieses Match. Und hey, es ging mal ein bisschen länger wie 6 Minuten, aber auch nicht die Welt. Mal wieder ein 6-Minuten-Match von Ricochet. Wie soll es auch anders sein? Aber wie schon gesagt, aus Sicht von Ricochet war das Match wieder mal fantastisch, wobei ich am Anfang echt dachte, Jinder Mahal gewinnt das. Aber Ricochet hat es sich dann letztendlich doch mit der 630-Senten durchgesetzt. Ich muss erstmal dazu sagen, dass ich froh bin, dass Ricochet endlich mal ein Einzelmatch hatte, aber dabei irgendwie abzusehen, weil mir war klar, dass Aleister Black nicht da sein wird. Deswegen bin ich froh, weil Tag Team mit ihm und Aleister Black ist zwar gut, aber brauche ich nicht unbedingt. Als dann Jinder rauskam, war ich ein bisschen enttäuscht, weil auch hier hatte ich irgendwie die Möglichkeit gesehen, eine Überraschung zu bringen. Was heißt Überraschung? Halt ein Return oder so. Das Match fand ich jetzt nicht so geil. Das Einzige, was ich an dem Match geil fand, war der Standing Shooting Star Press, der Cartwheel Backflip über das Top Rope und der 630, mehr aber auch nicht. Jinder Mahal, wie immer, scheiße. Und ja. Ja, bringen wir doch jetzt mal wieder ein bisschen gute Laune hier rein. Ja, Jinder Mahal war wieder super. Also wie gewöhnlich. Ach, nee, Entschuldigung, ich glaube, ich bin in der falschen Welt gefangen. Nee, Ricochet hat mich wieder mal beeindruckt, wie er es jedes Mal tut. Das Daisuke Special, also der Cartwheel Backflip übers oberste Seil. Fantastisch. Wenn man so beweglich und schnell und so weiter sein kann und so koordiniert, das ist einfach nur fantastisch. Der 630, der Standing Shooting Star, alles super. Naja. Und Jinder Mahal. Er ist halt Jinder Mahal. Also ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich feiere Jinder Mahal total. Der ist so genial, dieser Mann. Also besser was, der gibt es nicht. Kappa. Nein, mal im Ernst. Verschwinder Mahal braucht echt keiner. Ricochet, klasse Mensch, ja. Ich schwärme jede Woche von ihm, ich weiß. Ich werde auch nicht aufhören, von seinen wrestlerischen Leistungen zu schwärmen. Denn er ist einfach nur genial, dieser Mann. Gerade, wie ihr schon sagte mal, alleine nicht im Tag Team. Da kann er eher noch zeigen, was er kann. Kann im Tag Team auch, aber alleine ist es dann etwas einfacher. Ja, 630 Senten nach 6 Minuten 45. Sehr interessant. Michi schon sagte, länger als 6 Minuten. Sogar fast die 7 Minuten. Sehr interessant. Ja, Verschwinder Mahal braucht echt niemand. Machen wir weiter, würde ich sagen. War klasse Match von Ricochet. Ricochet kann es einfach. Ja, sicher kann Ricochet es, aber warum Jinder Mahal? Mann, das ist einfach verschwendetes Potenzial an Ricochet, weil, ja, ich verstehe generell nicht, jetzt mal ganz kurz weg von Jinder Mahal. Ich habe in den letzten 2 Raw-Folgen das Gefühl, die nehmen einfach für Ricochet und auch für Black die falschen Gegner im Sinne von, ich kann noch nicht 2 so schnelle Wrestler im Prinzip, die, wenn sie wollen, gefühlt eine Rakete im Arsch haben, gegen Leute wie Lahm Arsch Mahal stellen. Das geht nicht. Du verlierst so viel an Matchqualität einfach aufgrund der Tatsache, dass die Gegner Geschwindigkeit aus dem Match nehmen. Das ist grauenvoll. Mann! Gib denen anständige Matches. Kann ich dir nur zustimmen. Ja, magst du. Wurde in einem Video. Mich teilhaben lassen oder eher nicht? Ups. Ah, alles gut, ja. War nicht für euch gedacht. Richtig, war nicht für euch gedacht. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Passiert. Dann wurde in einem Video verkündet, dass die langjährige WWE-Mitarbeiterin Sue Atkinson, oder wieder ausgesprochen wird, im Rahmen der diesjährigen Hall of Fame-Zeremonie den Warrior Award überreicht bekommen. Anschließend hat Dasha Buntes Seth Rollins am Mikrofon und befragt ihn über die Attacke auf Drew McIntyre. Rollins antwortet dann nur, dass er Rache für Reigns und Ambrose haben will und es darüber hinaus auch eine Nachricht an Lesnar gewesen ist, der auch hoffentlich beim Match wieder zuschaut und Rollins noch versprochen hat, dass er Suplex City niederbrennen werde. Dann stand eine Dana Brooke noch bei Charlie Caruso zu einem Interview bereit, vor dem Match, wo sie hatte, wo Caruso noch fragen wollte, ob diese denn überhaupt wisse, auf was sie sich eingelassen hat, wo Brooke dann nur antwortete, dass sie jeder für verrückt hält, aber in der WrestleMania-Saison würden Träume wahr werden. Sie müsse lediglich für 3 Sekunden besser als Ronda Rousey sein. Und schon sei sie die neue Raw Women's Championess. Dann kommen wir quasi jetzt zum angesprochenen Raw Women's Championship Match. Ja, was soll man sagen? 17 Sekunden Match von Ronda Rousey gegen Dana Brooke. Ronda Rousey gewann natürlich durch die Submission in ihrer Armbar. Nachdem das Match vorbei war, ging sie weiter auf Dana Brooke los, hielt die Armbar, bis der Arm sozusagen gebrochen war. Und Dana Brooke hat so richtig geschrien, dass er lösen soll, aber Rousey wollte nicht. Dann kamen mehrere Referees dazu, aber es hat auch eine Runde Rousey nicht interessiert. Auch der nächste Referee hat einen
Schlag in die Fresse bekommen. Danach ging sie aus dem Regen und hat sich mit ihrem Ehemann unterhalten, der in der ersten Reihe war. Und dann hat der Referee, wo noch im Ring stand, die Sicherheitsleute gerufen. Die wurden allerdings auch von Ronda Rousey abgefertigt. Und da hat auch ihr Ehemann noch einen attackiert. Und dann haben sie anschließend über die Zuschauerränge die Halle verlassen. Ja, was soll man dazu sagen? Wird wohl wahrscheinlich wieder die nächste Strafe geben. Ich weiß nicht, was mit Ronda Rousey los ist. Sie spielt ihre Rolle als Heel echt gut, muss man sagen. Also um erstmal auf die Promo von Steph zu sprechen zu kommen, die fand ich mal wieder sehr stark. Da kann man eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Und zu dem Match von Ronda Rousey brauche ich auch nicht viel sagen, weil erstens finde ich die 17 Sekunden gar nicht mal so scheiße, weil du hast Dana Brooke erstens nicht aufgebaut. Sie kommt gerade aus dem Nichts, deswegen finde ich die 17 Sekunden jetzt nicht so schlimm wie bei, keine Ahnung, der Ruby Riott. Aber alles im Allen finde ich, ist einfach genial, wie Ronda das Ganze macht mit ihrer Heel-Rolle. Sie zeigt einfach, wie man die Heel-Rolle richtig ausspielt, gerade auch die Wrestler attackiert, die Security attackiert, die ganze Sache mit den Geldstrafen ist hier scheißegal, finde ich ziemlich gut und ich finde es einfach genial, was man um die ganze Storyline mit Ronda, Becky und Miss Plastic bookt, deswegen denke ich, wird das somit die heißeste Fehde der WrestleMania, denn Ciampa und Gargano gibt es ja nicht mehr, also ja. So, von meiner Seite aus nochmal ganz kurz Entschuldigung für diese komische Irritation gerade. Wie gesagt, ich musste mein Discord gerade neu einstellen, deswegen war das ein bisschen doof. Aber jetzt wieder zurück zum Thema. Ja, ganzes Segment sehr, sehr stark. Ich fand auch, muss ich dem Luki vollkommen recht geben, diese 17 Sekunden absolut angemessen, wenn man betrachtet, was Ronda Rousey gerade verkörpert und wer ihr Gegner war, weil es ist tatsächlich absolut so, bei Ruby Riott war es so, du hast sie in der einen Woche aufgebaut, in der nächsten Woche hast du quasi das, was du aufgebaut hast, wieder eingerissen, um sie dann wieder aufzubauen, um sie dann wieder einzureißen. Und hier war es einfach so, dass sie kam, sie hatte eine große Klappe und sie wurde dafür abgefertigt. Ende der Diskussion, von daher völlig passend. Die Eskalation gegen die Mitarbeiter von Ronda, super geil. Ich fand auch sehr schön, dass man den Ehemann mit einbezogen hat, weil man weiß ja, man holt sich auch schon mal gerne Wrestler oder zukünftige Wrestler aus anderen Sportarten und wer weiß, was da so in ein paar Jahren abgeht mit dem Guten. Kann man ja mal gucken, ne? Was ich noch vergessen habe zu sagen, du stärkst natürlich auch die Armbar, weil innerhalb einer Sekunde aufgegeben, die neu war. Und jetzt vor dem Titelmatch stärkst du die Armbar so, dass man direkt aufgibt. Deswegen ist das auch einfach genial gemacht. Ja, was soll man dazu sagen? 17 Sekunden war nicht viel. Aber dennoch recht, wenn man das Dana Brooke ja aus dem Nichts kam, hier aufgebaut wurde und alles drum und dran. Kann man das definitiv so machen. Aber mit ihrer Zeit, wie Ronda Rousey so ist. Und ja, ansonsten habt ihr alles gesagt, was ich auch sagen würde. Von daher halte ich mich kurz und beende meinen Satz damit. Nun, dann kommen wir auch schon zum nächsten Match, wo dann Apollo Crews auf Baron Corbin getroffen ist. Wo Apollo Crews nach 4 Minuten 23 gewonnen hat, nach einem Small Package, quasi ein Einroller. Baron Corbin konnte es nicht fassen. Nach dem Match kam Kurt Angle auf die Rampe und beglückwünschte Crews zu seinem Sieg. Auch hier halte ich mich ganz kurz. Alles, was damit zu tun hat, dass Baron Corbin verliert, finde ich gut von dem her. Ja, Corbin hat verloren. Das Match war wie immer nicht wirklich gut. Wie immer die Matches von Baron Corbin, warum man einen so talentierten Mann wie Apollo Crews gegen so einen untalentierten Mann wie Baron Corbin bringt, weiß ich nicht. Aber Apollo Crews hat gewonnen, das freut mich. Mehr habe ich das Wort nicht zu sagen. Nix. Gut, anschließend folgte ein Interview via Live-Übertragung, wo Michael Cole mit Batista geführt hat. Muss man sagen, das war das beste Segment wieder von Raw nach neben Moment of Bliss. Auf die Frage, warum er unbedingt ein Match gegen Triple H haben wollte, hat Batista nur geantwortet, dass er Hunter einfach nicht möge. Dann noch auf die Nachfrage, ob diese Gefühle auf ihre gemeinsame Zeit bei Evolution zurückgehen, erwiderte Batista, dass die Basis dafür schon viel früher gelegt wurde. Die Leute würden seinen eigenen Erfolg immer Triple H zuschreiben, weil dieser ihn unter seinen Fittichen genommen hat. Triple H hat ihn auserwählt, um sich selbst zu schützen. Diese Vorgehensweise hat bei Triple H schon lange Tradition gehabt. Gewissermaßen seien auch die Generation X und Evolution aus genau diesem Grund entstanden, um Triple H zu schützen. Dann erwähnte Cole noch die letzte Kündigung von Batista bei der WWE, wo Batista gesagt hat, dass er die WWE
wegen Triple H verlassen hat. Man müsse sich nur anschauen, was er seitdem alles erreicht hat. Er ist auch ohne Hilfe von Hunter zum Filmstar aufgestiegen und habe die Kontrolle. Cole bricht nun eine Lanze für Triple H. Er kenne Hunter selbst seit über 20 Jahren und Hunter war immer fair zu ihm gewesen. Darüber hinaus habe er große Verdienste um NXT. Batista hat dann noch Cole angeschnauzt, dass Hunter ihn getäuscht hat. Schließlich besitzt Triple H nicht von ungefähr den Spitznamen Triple Assassin. Batista zeigt sich hoffnungsvoll, dass Vince seinen Schwiegersohn entlässt. Naja, ob das Vince tut, das glaube ich eher weniger. Wir sind ja alle froh, wenn Vince geht und er ihn bei WrestleMania endgültig in den Ruhestand schicken kann. Anschließend hat er das Interview eigenmächtig beendet. Ja, ich finde es ehrlich gesagt ziemlich genial, was man hier mit Batista durchzieht. Man zieht sozusagen die Story von Dean Ambrose durch, die man so ein bisschen aufgebaut hatte damals, der ja auch was gegen diverse Städte hatte. Das macht man hier einfach nur genial mit Batista und zu ihm passt es auch besser als zu Dean Ambrose. Und alles in allem war das Interview und die Promo von Batista echt stark und macht auch Bock auf das Match. Ja, Batista hat wieder einmal gezeigt, wie gut er Promos halten kann. Denn dieses Interview fand ich fantastisch. So sieht man Batista gut auf, kann man alles so schön machen und ich freue mich mittlerweile auch auf dieses Match. Ja, Promo von Batista, echt interessant gewesen, was er mal wieder sozusagen hatte. Dass wir Vince in den Ruhestand schicken bei WrestleMania, glaube ich erst, wenn das tatsächlich so ist. Ich hoffe es zwar, aber ich glaube es irgendwie noch nicht. Er muss ja eh noch die ganze Zeit rumsitzen, von daher wird er sich das nicht nehmen lassen, denke ich mir mal. Ja, macht echt Lust auf das Match zwischen Triple H und Batista, die Promo. Bin gespannt, wie das Ganze noch so wird. Und der Nächste bitte. Der Nächste bitte hat tatsächlich was auszusetzen. Aber weniger an der Promo, sondern an seinem angeblichen Büro. Ist euch das aufgefallen? Als wenn das tatsächlich das Büro von Batista gewesen wäre. Alleine diese Gardinen im Hintergrund. Alter! Inhaltlich war es das, was man erwartet hat. Und auch das Ende war abzusehen, dass Batista die Promo nach seinen Regeln beendet. Passt vollkommen rein. Von mir aus können wir, was das Match angeht, gerne zu WrestleMania gehen. Ich will es sehen, ob man es glaubt oder nicht. Und ja, wie gesagt, ich zweifle nur die Location dieses Interviews an. Ich muss auch sagen, dass ich mich auf dieses Match mega freuen werde. Zumal es ja ein No-Holds-Barred-Match ist. Ich bin echt gespannt, inwiefern sie die ganze Halle ausnutzen werden. Danach haben wir wieder einen Backstage-Bereich mit Charlie Caruso und Braun Strowman, wo Charlie Caruso Braun Strowman über dessen Fehde mit den Saturday Night Live-Leuten erwähnt hat und deren Tweets aus den vergangenen Tagen. Strowman hat sich unbeeindruckt davon gezeigt, was die beiden Idioten so auf Twitter geschrieben haben. Die haben ihn so wütend gemacht, dass er bei WrestleMania in die Andre the Giant Memorial Battle Royal steigen wird. Damit sei auch garantiert, dass möglichst viele Leute seine Fäuste zu spüren bekommen. Dies ruft Alexa Bliss auf den Plan, die als die Gastgeberin von WrestleMania keine unangenehmen Zwischenfälle in ihrer Show sehen will. Sie hat noch versucht, Strowman von einer Versöhnung zu überzeugen, wo Strowman jedoch gedroht hat, dass er die beiden Stücke reißen werde. Bliss hat so lange auf ihn eingeredet, bis Strowman einlenkt. Er gibt Bliss eine Woche Zeit, um eine Lösung für die Situation zu finden. Also mit Braun Strowman finde ich schade, dass er bei Mania jetzt nicht so eine große Rolle spielt, weil er ja wieder in dem Andre the Giant Memorial Battle Royale ist und er es wahrscheinlich wieder nicht gewinnen wird. Finde ich irgendwie komisch, schade. Was soll man machen? Bevor wir hier ewig warten, ich möchte da nichts zu sagen. Ich auch nicht. Ich glaube, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Segment, wo Drew McIntyre im Ring stand. Der meinte, dass Reigns bei Fastlane nicht mehr der Alte gewesen sei. Er hat sich darauf verlassen müssen, dass der Shield ihm unter die Arme greift. Vor Selbstlob triefend hat McIntyre verkündet, dass der Shield dank ihm aber nicht länger Bestand hatte. Dies sei nun sein Yard. Er richtet nun eine Botschaft an Reigns und macht klar, dass dies nicht an den Superstar Roman Reigns, sondern an Joe, den Menschen dahinter geht. Joe sitzt gerade wegen ihm zu Hause und blickt in die tränenerfüllten Augen seiner Frau und Kinder. McIntyre fordere daraufhin Reigns zu einem Match heraus. Sowohl er als auch die Fans wüssten, dass Reigns das Match annehmen werde, obwohl er zuliebe seiner Familie doch lieber ablehnen sollte. Was er Ambrose bereits angetan hat und Rollins noch heute Abend zufügen werde, sei nichts im Vergleich zu dem, was er mit Reigns bei WrestleMania anstellen wird. Reigns hat zwar seine Leukämie besiegt, aber er könnte nicht McIntyre bei WrestleMania besiegen. Dann wurde ein wutentbrannter Rollins auf dem Titan schon eingeblendet, wo Rollins dann von genau diesem Verhalten von McIntyre der Grund für die Attacke gewesen sei,
Die Attacke war Vergeltung für seine beiden Brüder gewesen. Was nun folgt, tut er jedoch nur für sich selbst. Mit den Worten ist er dann in den Ring gestürmt, auf die Rampe, wo ihn McIntyre bereits erwartet. Es bricht ein Brawl aus, den mehrere Offizielle stoppen müssen. Danach kam es zu dem Match Drew McIntyre gegen Seth Rollins. Das gewann Drew McIntyre durch den Claymore-Kick nach 14 Minuten. Kurz vor dem Finish, bevor es aussah, dass Rollins gewinnt, wurde der Team von Lesnar eingeblendet. Lesnar kam raus, hat Rollins entscheidend abgelenkt und so gab es den Claymore-Kick aus dem Nichts sozusagen. Aus der Hölle, der hat mal wieder richtig gut gesessen. Mega nices Match. Ich bin schon gespannt auf WrestleMania. Ja, McIntyre hat wieder gezeigt, wie großartig er sein kann. Und auch Rollins ist ein fantastischer Wrestler, das wissen wir. Dieses Match war super und ich freue mich schon, die beiden bei WrestleMania zu sehen. Den einen wahrscheinlich gegen Roman Reigns, den anderen gegen Braun Strowman. Ich hoffe, dass beide gewinnen können. Also erstmal, Drew McIntyre ist natürlich mal wieder fantastischer Mike gewesen. Das ist somit das Beste, was er kann, neben seiner Arbeit im Ring. Und auf das Match bei WrestleMania freue ich mich tatsächlich auch schon, weil mir ist ja schon klar, dass Roman Reigns das annehmen wird. Und ja, ich muss auch ehrlich sagen, mit Reigns macht man hier momentan echt alles richtig. Er steht jetzt mal nicht im Main Event von WrestleMania. Er ist mal jetzt eine Woche nicht da gewesen und wird auch nicht als super stark dargestellt. Ich finde, man macht echt alles richtig mit ihm. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und das Match wird aber auch echt persönlich, weil er ist auf seine Familie gegangen. Deswegen bin ich da auch gespannt, wie es da weitergeht. Zu dem Match zwischen den beiden, also Seth und Drew McIntyre, muss ich auch sagen, dass man da alles richtig gemacht hat, finde ich. Denn Drew hast du gewinnen lassen, denn Seth hast du aber nicht geschwächt. Deswegen passt das so, das Match war fantastisch und natürlich das Match of the Night und ja. Also ich bin heute echt kurz und knapp, weil es wird einfach das gesagt, was ich auch denke. Lasst uns einfach gefühlt bitte ein WrestleMania vorspulen, ohne Witz. Hätte ich auch nichts dagegen, wie Daniel schon sagte. Gut, ich würde dann sagen, gehen wir mal zu SmackDown. Michi, ja. Ich wollte jetzt noch einen Abschlussfazit zu War bringen. Fand War wieder nicht schlecht. Hatte zwar mehrere Sachen zu kritisieren. Jinder Mahal, Baron Corbin und so weiter. Doch die größte Sache muss ich wieder wie letzte Woche kritisieren. Dass es für eine so lange Show wie War viel zu wenig Matchzeit gibt. Ja, das ist wohl wahr. Die gute alte Matchzeit. Aber was willst du machen? Vielleicht sehen wir ja in naher Zukunft mal längere Matches. Aber ich glaube, solange Vince da das Wort hat, bezweifle ich es. Gut, dann kommen wir jetzt zu SmackDown, wo die Show mit The Miz begonnen hat, der auf die Promo von Shane McMahon reagiert hat. Miz hat darüber gesprochen, über die Opfer, die er für die Gründung des Teams erbringen musste, sowie seine Freundschaft zu Shane. Er war auch stolz, wo sein Vater ihm mitgeteilt hat. Also es war sein größter Moment in seinem Leben, wo ich ihm seinen Vater mitgeteilt hat, dass er stolz auf ihn ist. Das hat ihm auch so weit geholfen auf dem Weg dorthin mit Shane. Im Backstage-Bereich habe ihn jedoch jeder davor gewarnt, zusammen mit Shane zu Team. Jeder hat ihm gesagt, dass McMahon hinter den Kulissen ein anderer Mensch sei. Miz hat dann seinen ehemaligen Partner nun als durch und durch verdorben bezeichnet und verglich ihn mit dessen Vater Vince. Die McMahons würden weder Kofi noch ihn besitzen. Im Gegensatz zu McMahon sei er nicht reich geboren worden. Anschließend hätten ihn noch Leute als durchschnittlichen Worker abgestempelt, der niemals erfolgreich sein wird. Er habe aber alles dem Gegenteil bewiesen, indem er die WWE Championship gewonnen konnte und halt noch mehr Championships. Er war ja Tag Team Champion, Intercontinental Champion. War ja eigentlich auch schon fast alles. Miz meinte, dass er all dies allein erreicht hat. Egal, ob die Leute zu ihm zujubelten oder ihn ausgebuht haben. Niemand konnte seine gute Arbeitsmoral abstreiten. Genau wie die Liebe seines Vaters musste auch er sich den Respekt der Fans erarbeiten. Nach 13 Jahren fühlte er sich nun aber endlich von den Fans gewürdigt. Die Fans beantworten dies mit den obligatorischen You Deserve It Chants. Abschließend verspricht Miss Shane McMahon bei WrestleMania zu besiegen. Also bei mir hat es bei SmackDown direkt mit dem Gänsehaut-Moment angefangen, muss ich ehrlich sagen, weil der Promo war echt stark, das ist ja eigentlich, aber dass man hier in der Fede wirklich so viele persönliche Sachen mit reinzieht, stark, macht auch Lust auf das Match und ich bin gespannt, wie es da auf jeden Fall weitergeht, denn ich finde erstens Match, aber für mich ist auch klar, dass es da weitergehen wird und vielleicht deswegen auch Shane ist. Ja, das ist mal ein Opener für eine SmackDown
Folge, vor allen Dingen für diese Smackdown-Folge, die ja inhaltlich relativ wenig zu bieten hat, im Sinne von Matches und ja, so Backstage-Segmente waren jetzt auch nicht gerade besonders viele, fand ich. Natürlich dem geschuldet, was im Main-Event passieren sollte, aber damit konnte man natürlich das Publikum richtig aufheizen und das hat wunderbar funktioniert. Und ich finde, jetzt gerade sieht man halt auch, dass Shane, sag ich schon, Miss sowohl als auch unheimlich gut funktioniert. Der kann den hier verkörpern wie kaum ein anderer, der kann aber auch den Face verkörpern. Das ist fantastisch. Ja, auch wenn ich den Miss eigentlich nicht so unbedingt mag, war es dennoch eine sehr gute Promo von ihm, wie ich fand. Auch wo er meinte, man kann den McMahons nicht wirklich trauen, was man ja schon öfters gesehen hat, auch bei Vince letztens mit Kofi Kingston. Aber ja, an sich echt interessant. Bin dann gespannt auf das Match zwischen ihm und Shane bei WrestleMania. Lass uns überraschen, wie es wird. Und dann machen wir mal weiter. Bevor es zum ersten Match kam, hielten die Iconics mal wieder eine kleine Promo, wo Billy Kay und Peyton Royce festgestellt haben, dass sich Sasha Banks und Bayley endlich einmal zu SmackDown getraut haben. Denn vor ihrem ersten SmackDown-Auftritt sind sie erstmal zu NXT zurückgekehrt. Dann haben sie sich noch etwas über die Streitigkeiten bei Raw lustig gemacht. Und die Australierinnen behaupten dann noch, dass Banks und Bayley ihnen absichtlich aus dem Weg gehen würden. Aber sie heute die Champions besiegen würden. Ja, mal wieder. Was soll man zu den Iconics sagen? Dieses Geschrei geht mir auf die Nerven. Wenn ich die Iconics und Promo höre in einem Satz, dann fällt mir immer nur ein Theme-Song der WWE ein, den man dann ein bisschen umformulieren muss. Oh no, oh no. Ja. Promo. Also, ja. Oh, bitte nicht. Mir geht's ähnlich. Ich mag die Iconics. Ich finde, es ist ein gutes Team. Aber Billy Kay finde ich am Mikrofon einfach nur schrecklich. Einfach also nur absolut schrecklich. Aber Peyton Royce finde ich ist erträglich. Und im Ring ist Peyton Royce ja auch super gut. Das war Billy Kay. Frage mich mal echt, warum sie überhaupt muss halten. Da denke, kann das bitte einfach nur Peyton Royce machen? Ja, halt. Sehe ich genauso. Ja, das Schlimme ist ja daran, dass Billy Kay immer diejenige ist, die so schreien muss. Ja, und Peyton ist immer die von den beiden, die die starke Promo hält, Promo noch ein bisschen rettet. Gibt der Billy Kay einfach kein Mikrofon mehr, gut ist. Lasst es Peyton Royce bitte alleine machen. Das Einzige, was Billy Kay vielleicht sagen kann, ist dieses Iconic. Mehr aber auch nicht. Gut, dann kam es zu dem angesprochenen Match zwischen den Iconics und der Boston Hog Connection, wo die Iconics durch einen Roll-Up an Banks nach 8 Minuten gewonnen haben. Ja, das also, Match. Ich habe zu dem Match viel zu sagen. Ich fand aber echt, die Iconics mal gewinnen lassen. So zieht man sie vielleicht mit ins Titel, hätten sie sich auf jeden Fall verdient. Außer mit den Promos, da haben sie es verdient. Aber ja, was ich an dem Match nur auszusetzen habe, war natürlich wieder mal der Meteora von Sasha Banks. Das sah aus, als macht sie als Spagat im Knien. Aber ansonsten kann ich dagegen auch nicht viel sagen. Und zu Lacey Evans, ich auch einfach genervt, dass sie wieder eingreifen musste. Das fand ich vielleicht die ersten 2 bis 3 Mal, aber so auch nicht. Glatt meinen, dass sie gerne reitet, weil hoch, runter, raus. Ja, zu dem Match habe ich eigentlich überhaupt nichts zu sagen, nur ganz wenig. Das Match war grundsolide, nicht mehr, nicht weniger. Am Ende gewinnen die Iconics und das finde ich gut, dass man es immer gewinnen lässt. Thema Lacey Evans, die habe ich ja total vergessen. Wisst ihr, so unwichtig ist die schon. Habt ihr total vergessen, dass die das macht nichts. Die ist unwichtig. Die braucht man nicht jede Woche so uns erwähnen, die nervt nur. Ja, zum Thema Iconics sage ich einfach nur, ich bekomme jedes Mal Ohrenschmerzen, wenn die beiden losschreien. Iconics! Ja, also lassen wir das lieber. Und gehen weiter. Wobei ich anmerken möchte, Hergi, das klang gar nicht so verkehrt. Du kannst da echt gut mitmachen. Ja, aber lassen wir das lieber sonst. Ja selbst, aua, von mir. Okay, Michi kann das noch besser. Ich würde sagen, wir booken Michi bei der WWE als Manager oder Sprachrohr der Iconics ein. Nein, danke. Also, das Iconic können sie schon selber sagen. Wie gesagt, lass Billy kennen, nur das eine Wort sagen, Iconics, den Rest zur Peyton Royce machen, dann passt das. Dann nein, muss man lass sie gar nicht sagen. Lass sie besser gar nichts sagen. Besser ist das, Michi. Ja, ich meine, wenn man schon Marina Shafir bei der Undisputed Era plant, kann man doch auch Michi bei den Iconics planen. Nein, bitte nicht. Bin ich voll dafür. Daniel, du kannst das so gut. Leute irgendwie unterbringen. Schreibt doch mal die WWE an. Vielleicht haben wir Glück.
Und wenn Michi dann da ist, dann haben wir vielleicht, weil wir Michi so gut kennen, Thorsten Lust zu WrestleMania. Naja, dann sage ich noch, ich brauche hier noch Daniel zum Booken der Matches, weil alleine habe ich auch keinen Bock, teilweise die Matches dann zu booken oder so. Ich sag dann, ich stelle Daniel noch als Booker ein. Und dann der Nayman oder was? Du bist der Nayman-Guy. Naja, wenn ich da eine Sprache von den Iconics bilden soll, dann will ich das, dann kann ich ja sagen, du kommst in die WWE zum Booken. Ja, okay. Und ich werde dann der Sprachrohr vom Riot Squad. Wenn du Riot Squad und Rohre in Verbindung bringst, dann geht's dann nicht ums Sprechen. Und Luki wird dann die Sprachrohr von Mandy Rose. Dann haben wir alle einen Job. Was macht Hergi? Ich stehe dumm daneben und bejubel euch. Nein. Hergi ist fürs Catering zuständig. Das fühlt nicht gut, da wird alles weg sein, bevor ihr was bekommt. Weiß gerade nicht, ob Malu mich ignoriert hat oder nicht, aber okay. Nein, hab ich nicht. Dann hast du nicht verstanden. Gut, alles klar. Luki sagt dazu gar nichts. Auch schon. Wahrscheinlich sitzt er zu Hause und hält sich den Bauch vor Lachen. gut, also dann gehen wir mal weiter. Wo Rey Mysterio gemeinsam mit seinem Sohn Dominik für ein Interview bei Kyla Braxton sich eingefunden hat. Nachdem er Samoa Joe in einem Tag-Team-Match in der vergangenen Woche pinnen konnte, hat er Samoa Joe in seiner Sprache bei WrestleMania zu einem Match herausgefordert. Sein Sohn zeigte sich stolz über seinen Vater und will bei WrestleMania in der ersten Reihe dabei zusehen, wie dieser den Bully Joe besiegt. Anschließend, ich wette, dass er... Ja, könnte sein, aber ob das zum Sieg dann ausreichen wird, weiß ich nicht. Vor allem, ich weiß ja nicht, ob es bei dem Einzelmatch bleibt. Ich vermute eher nicht. Ich denke, dass dann noch ein paar Teilnehmer dem Match hinzugefügt werden. Aber soweit sind wir noch nicht. Lassen wir uns überraschen. Anschließend begibt sich Kevin Owens für die erste Ausgabe der neuen Kevin Owens Show zum Ring. Owens trägt nun Krawatte. Und es gibt eine neue Grafik. Aber ich fand die Grafik jetzt mal gar nicht so schlecht. Ich fand sie hübsch. Er spricht darüber, dass er WrestleMania häufig als KO-Mania bezeichnet hat. Aber in diesem Jahr dreht es sich alles um Kofi Kingston. Warum er da Kofi Kingston angesprochen hat? Gute Frage, warum er danach eine Becky Lynch und Charlotte Flair herausgerufen hat. Ich finde jetzt irgendwie, Kofi Kingston hatte da nicht in dieses Thema reingepasst, nachdem er Becky Lynch und Charlotte rausgerufen hat. Du verstehst das mit Kofi nicht. Das haben alle gemacht. Selbst ein AJ Styles hat Kofi viel Glück gewünscht. Das ist einfach nur, der ganze Locker-Room unterstützt ihn. Ja, gut. Aber eine Charlotte Flair, muss man nicht drüber reden. Miss Plastik kam zum Ring und Becky Owens war dann noch davon überzeugt, dass niemand den Zerfall der Freundschaft so gut einschätzen könne wie er. Nichts sei nerviger als ein bester Freund. Owens hat dann noch einige Aussagen von Ronda Rousey vorgelesen, stellt jedoch ihre Abwesenheit fest. Anschließend befasst er sich mit einigen Aussagen von Miss Plastik, wie man sie bezeichnet. Es sei eine Menge zwischen Miss Plastik und Becky gesagt worden. Aber niemand würde beide gerne reden hören. Stattdessen wollen sie kämpfen sehen. Dies ist das Stichwort für Charlotte und Becky, die sich nun ein Stare-Down im Ring liefern. Aber bevor das passiert ist, hatte Owens noch gesagt, räumt erstmal den Ring, damit die sich da im Ring austoben können. Ich weiß nicht, was ich dazu zu diesem Charlotte-Becky-Segment sagen soll. Es waren ja nicht viele Worte, wo sie da gesagt haben. Vielleicht jemand anders dazu was sagen. Also, ich muss erstmal sagen, das mit der Krawatte war einfach nur genial, wie er sie einfach um den Hals gebunden hat, ohne irgendwie ein Hemd oder so. Das ist einfach nur genial. Und das Segment an sich fand ich gar nicht mehr so schlecht. Kevin Owens mit der Kevin Owens Show ist irgendwie immer was Gutes. Kann er auch ziemlich gut, solche Talkshows, sage ich mal. Und ja, dass die beiden sich dann irgendwie angegriffen haben, fand ich auch nicht schlecht. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit reden hören. Gerade nicht eine Miss Plastik. Und ja, aber Kevin Owens hat eine interessante Sache da angesprochen. Und zwar ist es ja ein Triple Threat Match und da gibt es ja No DQ. Und No DQ in so einer Fehde, holy shit, das kann echt nur gut werden. Und vielleicht noch ein ganz kleiner Einwand von mir. Fight Becky Fight klingt besser als Fight Charlotte Fight. Bestes Segment der Show neben dem Main Event, weil einfach Kevin super funktioniert hat. Auch ich habe diese unsagbar geile Krawatte mega gefeiert. Zumal er ja selber in seiner Promo noch gesagt hat, er ist froh, dass es keine ist, die er selber binden muss, sondern einfach eine mit einem Gummizug. Und ja, ne? Und dann, kurz bevor dann der Brawl ausbricht,
fällt ihm einfach nur noch ein, ja, Becky, bevor du da jetzt drauf antwortest, möchte ich noch kurz und dann sich still und heimlich verpissen. Das war einfach mega. Ja, Kevin Owens hat's einfach drauf, finde ich. Schon eine coole Aktion von ihm mit seiner Kevin Owens Show und der Krawatte und dann das still und heimliche Wegschleichen. Ja, hat was. Aber wir haben mal wieder wen gesehen, wie wir Leute mittlerweile jede Woche sehen und echt versehen können. Unsere Miss Plastik. Ja, wie viele Schönheitsoperationen die wahrscheinlich hatte, wie viele sie selbst hat oder was ihr Vater dazu gefragt hat. Naja, wollen wir dann nicht wissen. Wir sind froh, wenn wir sie irgendwann mal vielleicht mal los sind. Wenn diese ganze Rivalitätssache zwischen ihr, Ronda und Becky rum ist und wir sie vielleicht dann mal nicht wieder jede Woche sehen. Jede zweite bis dritte Woche reicht, finde ich. Dicke. Ja, das war's von meiner Seite aus. Also ich verstehe ja nicht, was du gegen die Fehde hast. Ich muss jetzt nicht unbedingt haben, dass sie so schnell vorbei ist, weil die ist schon echt stark geworden in der letzten Zeit. Und mittlerweile habe ich auch nichts mehr gegen das Triple Threat Match. Das Einzige, was halt ein bisschen schade ist, Charlotte, aber da muss man durch. Aber an sich ist die Fehde richtig geil. Ja, gegen die Fehde an sich habe ich nichts. Ich habe was dagegen gegen Charlotte. Zwischen Charlotte ich hier woraus sehen. Darum geht's mir. Wenn es ja einfach nur zwischen Becky und Roller wäre, wäre das ja kein Problem. Aber Miss Plastik jede Woche aufs Neue. Das ist das, was mich stört. Ja, Miss Plastik. Naja, viel Worte ausgetauscht haben sie ja nicht. Aber die haben Fäuste sprechen lassen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Backstage-Bereich, wo AJ Styles von Kayla Braxton interviewt wird. Da hat er über sein Match mit Randy Orton gesprochen bei WrestleMania und gesagt, dass Orton in seiner Karriere einige Vorteile hatte, die andere nicht vergönnt waren. Aber er verspricht, dass er bei WrestleMania die Hütte abreißen wird. Und er dann noch anschließend am Ende gesagt hat, er wünscht Kofi Kingston viel Glück für das Gauntlet-Match, das auch als nächstes auf dem Programm stand. Aber bevor das Match starten konnte, hielten Daniel Bryan und Rowan noch eine Promo, wo Bryan meint, dass das Gauntlet-Match eine große Ungerechtigkeit für Kofi Kingston sei. Denn er hat es nicht mal verdient. Er wisse, wie sich das anfühlt, am Boden gehalten zu werden. Dies sei bei Kofi aber nicht der Fall gewesen. Kingston hatte bereits beim Chamber seine Chance bekommen, als er der Ersatz für Mustafa Ali war. Im Gegensatz zu ihm selbst sei Kingston einfach nur ein B-Plus-Player. Dann kamen wir zum Gauntlet-Match, wo es ein verdammt starkes Match war. Kofi Kingston gewann gegen Sheamus, Cesaro, Rowan, Samoa Joe und Randy Orton. Die Reihenfolge der Eliminierungen waren wie folgt. Kingston hat angefangen gegen Sheamus, hat ihn gepinnt nach dem Trouble in Paradise. Danach Cesaro gepinnt nach dem SOS. Rowan wurde disqualifiziert, nachdem er ihn mit einem Stuhl attackiert hatte. Rowan hat ihn danach noch weiter attackiert und wollte möglichst viel Schaden an Kingston verursachen. Hat alles nichts genützt. Samoa Joe wurde noch und genauso wie Randy Orton mit einem Roll-Up besiegt. Matchzeit 44 Minuten. Aber das war ja dann noch nicht alles, denn nach dem Match kamen dann seine New Day-Kollegen raus, haben mit ihm gefeiert, aber auch das war noch nicht genug. Plötzlich ertönte das Team von Vince McMahon. Er hatte Kofi Kingston gratuliert zu dem Sieg, er hat aber dennoch verkündet, dass er noch einen letzten Gegner besiegen muss, bevor er das Titelmatch bei WrestleMania erhält. Und dieser Gegner war Daniel Bryan. Höchstpersönlich. Und während, wie bereits beim Gauntlet-Match, mussten Big E und Xavier Woods wieder zurück in den Backstage-Bereich. Dieses Match danach gewann allerdings Daniel Bryan gegen Kofi Kingston nach dem Running Knee nach 5 Minuten. Während Bryan seinen Sieg dann gefeiert hat und damit nicht bei WrestleMania gegen Kingston antreten muss, kommen die New Day-Kollegen von Kofi wieder zum Ring, um sich um ihren angeschlagenen Partner zu kümmern. Damit war es das auch schon mit der ganzen Folge von SmackDown. 2 Matches, beziehungsweise ja 2, 3, wenn man das Daniel Bryan Match noch extra sehen will. Man kann es auch als 2 bezeichnen. Aber ich fand es eine richtig starke Performance von Kofi Kingston. Wobei man sagen muss, das war echt schon irgendwie lächerlich, dass Kofi Kingston dieses Match gewinnen durfte. Also ich fand's nicht lächerlich, aber ich gehe mal das Gauntlet-Match von meiner Seite aus erstmal 1-1 runter. Das Match gegen Sheamus fand ich echt stark. Dagegen kann ich nicht viel sagen. Echt viele gute Spots und glaube ich auch das längste Match, was auch an der Ausdauer liegen wird von Kingston. Gegen Cesaro fand ich viel zu schnell verloren. Auch viel zu viele Aufgabemoves. Ist jetzt nicht so mein Fall, aber an sich auch kein schlechtes Match. Bei Rowan war ich froh,
dass die Bludgeon Brothers mal, dass halt mit dem Bludgeon Brothers Theme rausgekommen ist, passt, finde ich, besser zu seinem Charakter. Und dass er sich disqualifizieren lassen hat, fand ich auch gut, weil so hast du Kofi in den starken Gegner schon mal weggenommen, auch wenn er ihn danach attackiert hat. Kann man sich drüber streiten, ob man dann ihn noch das ganze Match gewinnen lassen sollte. Kurz unterbrechen, zu der Sache mit dem Theme, du kannst gleich weitermachen. Da hat Velveteen Dream selber was Schönes zu getwittert, das war gar nicht so gewollt. Das war unabsichtlich. Da hat irgendein Audio-Mitarbeiter Scheiße gebaut. Ich hatte mich nämlich auch schon gefragt, was kommt jetzt der Bludgeon Brothers in die Bludgeon Brothers Musik? Haben die mit Bludgeon Brothers wieder irgendwas vor? Na ja, gut, aber wenn da ja ein Velveteen Dream was dazu geschrieben hat, wissen wir ja Bescheid. Also wie gesagt, dass dann danach die Attacke von Rowan kam, fand ich gut, weil man halt so Kofi auch ein bisschen weiter geschwächt hat und Rowan so seinen kleinen Impact hatte. Was man dann da noch drüber streiten kann, ist, dass er halt dann am Ende doch noch gewonnen hat. Gerade weil danach auch noch ein Samoa Joe kam, der halt auch ein starker Gegner ist. Und ja, da, als er dann den Muscle Buster angesetzt hat, habe ich auch erst gehofft, dass er durchgeht. War am Ende leider nicht so. Und ja, dann halt noch Randy Orton und Samoa Joe durch einen Einroller gepinnt. Ich finde, man hat nicht viel falsch gemacht, finde ich. Gerade weil es halt viele Einroller waren. Ist halt dann so Geschmackssache. Das mit Daniel Bryan fand auch ich lächerlich. Aber ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass ein Kofi Kingston dennoch im Main Event im Wrestling. Malu will scheinbar gerade nichts sagen. Dann mache ich mal weiter. Also wie gesagt, ich fand prinzipiell eine unfassbar starke physische Leistung von Kofi. Muss man absolut anerkennen. Kann man auch nur so anerkennen. Booking-technisch fand ich es ziemlich kacke, weil, ja, die Gegner waren einfach zu krank dafür, dass Kofi das dann so in Anführungsstrichen gewinnt. Denn, ja, wie Luki gerade schon sagte, du kannst nicht einerseits dieses Segment aufbauen, wo sich Rowan dann zwar erst disqualifizieren lässt, ihn dann aber danach weiter bearbeitet und auch ein Samoa Joe tut genau das, steckt ihn in den Kurkina-Klatsch in den Ringseilen und danach soll der dann immer noch zwei Gegner pinnen. Das fand ich dann ein bisschen Overbooking aus der Hölle, aber gut. Und ja, dass dann Vince McMahon die Nummer abgezogen hat, die er da abgezogen hat. Ja, was soll ich da groß zu sagen, außer mega lächerlich. Und ich weiß, dass ich für meinen nächsten Satz gleich wieder von Luki auf die Fresse kriege. Aber sollte es sich wirklich bewahrheiten, dass da irgendwelche Rassismusvorwürfe hinterklemmen und New Day verlässt deswegen die WWE, dann kann ich einfach nur mit dem Kopf schütteln. Ja, da muss ich dir auch recht geben. Also Daniel, mit dem, was Vince danach gemacht hat, war echt scheiße von ihm, weil Kofi hatte sich ja in diesem ganzen Match schon bewiesen. Also finde ich eine Frechheit, dass er dann noch gegen Daniel Bryan antreten musste. Ja, ich muss dazu ganz ehrlich sagen, ich fand das eine ziemlich stark, dieses Match. Eine fantastische Leistung von Kofi. Also Respekt, über 45 Minuten so eine Leistung zu bringen und immer wieder auch einen kleineren Spot rauszuhauen, das ist super. Und ja, er hat das gewonnen. Kann man vielleicht so machen, ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, ein bisschen unlogisch. Nach der Attacke von Rowan, nach der Attacke von Samoa Joe. Aber ehrlich, kann man so machen. Und am Ende, ja, das musste nicht sein. Ja, finde ich, das musste nicht sein. Also mal ganz kurz in Rassismus-Sachen. Ich bin immer noch der Meinung, dass das Ganze eine Storyline ist, weil man das jetzt einfach aufgreift, was die Fans schreiben. Klar, vielleicht riskiert man damit ein paar Sponsoren oder was weiß ich. Aber ich finde, man nutzt diese Rassismus-Sache nicht so stark aus, indem man ihn wirklich rassistisch behandelt. Weil da jetzt zu sagen, dass das Ganze mit Rassismus zu tun hat, ist auch ein bisschen lächerlich. Und zu der Kofi-Sache, dass er das gewonnen hat, was mich ein bisschen daran stört, ist, man hat das bei Roman Reigns die ganze Zeit kritisiert, dass er als Superman, sage ich mal, dargestellt wurde. Und bei Kofi feiert das jeder. Auch jetzt gerade Marlo, wo er meinte, ja, das kann man mal machen. Bei Reigns hat das kritisiert, hier nicht. Das ist komisch, finde ich. Aber jedem selbst. Ich habe doch gesagt, es ist ziemlich unlogisch und unrealistisch, was man da macht. Und das verstehe ich auch, dass ich das so einmal vielleicht ganz gut finde, aber es ist schon unrealistisch, man hätte andere Leute nehmen sollen, finde ich. Ja, da bin ich tatsächlich bei. Ja, ich fand es ganz interessant, dieses Gauntlet-Match, das Kofi gewonnen hat, fand ich echt schön, echt gut, dass Vince so aufbaut, aber danach die Sache mit von Vince, ja. Vince kann ihn scheinbar absolut nicht leiden, irgendwie will absolut ihn unten halten, aber das kann auch anders der Regel und nicht. So, von daher fand ich das, wie die anderen noch gesagt haben, echt nicht schön von Vince. Ja, im Endeffekt schade, dass Daniel Bryan immer so gewonnen hat gegen Kofi nach 5 Minuten mit Running Knee. Aber ansonsten war es echt in Ordnung, kann man so machen.
auch schön, dass der New Day, also seine New Day-Kollegen Kofi immer wieder geholfen haben. Das zeigt echt einen ziemlich starken Zusammenhalt in dem Stable und ja. Ich muss auch echt sagen, so lange die zwar schon das Tag-Team sind und mir die mal auf die Nerven gingen, aber mittlerweile gefallen sie mir jetzt wieder besser. Sie gingen mir eine Zeit lang auf die Nerven, aber jetzt gefallen sie mir irgendwie wieder. Ich weiß nicht. Irgendwie können sie jetzt doch noch ein bisschen bleiben. Bitte noch ein bisschen mehr davon. Ich möchte kurz auf das eingehen, was Luki gesagt hat. Und ich setze vorweg, dass das Vermutungen sind. Das ist nichts Bewiesenes, alles drum und dran. Aber stell doch mal voran, was sie gerade wieder mit hier mit Artus machen. Der hat das gleiche Problem. Also so ein bisschen zweifle ich daran, dass das eine Storyline ist. Ich verstehe nicht, was sie mit Artus machen. Der hat es verloren und wurde seitdem nicht daran so. Ja, warum bloß? Und das schon seit Jahren, denkt man drüber nach. Weil Artus einfach eine Comedy-Figur seit Jahren ist und damals hat man nie irgendwas mit Rassismus gesagt. Das Ganze kommt doch jetzt nur, wenn man das mit Kofi. Das ist so lächerlich. Ja, wie gesagt, ich bete, dass du recht hast, um Gottes Willen. Weil man mag von der Länge und von grundsätzlich der Existenz von New Day halten, was man will. Ich weiß, es gibt Stimmen, die sind so und es gibt Stimmen, die sind so. Aber wenn die jetzt auch noch von der WWE weggehen würden, das wär echt ein Schlag ins Gesicht. Das wäre ein totaler Schlag ins Gesicht. Ich bete auch, dass an den Rassismusvorwürfen nichts dran ist, aber ich kann es mir auch vorstellen, denn ich weiß auch nicht, warum man sonst, wenn wir jetzt wieder bei Artruf sind, sonst Artruf seit Jahren so darstellt. Vor allen Dingen, vielleicht ist schon mal daran gedacht, dass Artruf vielleicht so ein Gimmick haben möchte. Hat er sich je in der Zeit beschwert über sein Gimmick? Mehr als einmal. Ja, das stimmt. Ja gut, aber vielleicht hat er sich damit jetzt einfach abgefunden. Er spielt seine Rolle auch. Ja, er spielt seine Rolle ziemlich gut, aber er ist ein fantastischer Worker. Man hätte ihn zum Main-Eventer aufbauen können. Man hat es irgendwie angeschnitten, genauso wie bei Kofi schon damals. Und jedes Mal lässt man sie wieder fallen. Und das finde ich, wenn man jetzt Kofi wieder fallen lassen würde, wenn man ihn jetzt wieder fallen lässt, dann sehe ich mich hier in meiner Ansicht gestärkt, dass es so ist. Wenn man jetzt Kofi aber trotzdem in das Titelmatch reinpuckt und ihm den Titel gibt, okay, dann möchte ich dann weißt du aber auch, dass er den Titel nur wegen den Vorwürfen gewonnen hat und das wäre auch lächerlich. Das wollte ich tatsächlich auch gerade sagen, das stimmt natürlich. Sie sind jetzt in einem Problem, wenn es so wäre, außer sie haben natürlich, wie Luki es angedeutet hat, von vornherein jetzt geplant, eine Story daraus zu machen, was ja durchaus möglich wäre. Und wenn es tatsächlich so ist, haben sie es ja gut gemacht, sonst würden wir hier jetzt so nicht drüber diskutieren. Und außerdem finde ich, dass das Ganze sowieso eine unnötige Diskussion ist, weil ich habe immer noch die Meinung, dass das Ganze einfach die Storyline von Mustafa Ali gewesen ist und er jetzt dafür einspringt, wenn man es schon angefangen hat. Und Mustafa Ali ist nicht schwarz. Das heißt, diese Rassismusvorwürfe würden nicht kommen, wenn dieselbe Story mit Mustafa Ali durchgezogen worden wäre. Und dann diskutierst du darüber nicht. Ich finde diese Rassismusvorwürfe so lächerlich. Also ich bin nicht der Meinung, dass es die gleiche Storyline ist, die bestimmt Mustafa Ali bekommen hätte. Denn ich bin der Meinung, dass man, wo man gemerkt hat, okay, Mustafa Ali kann nicht antreten, er ist verletzt, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass Vince McMahon dann ganz schnell sich zumindest halbwegs was Neues ausgedacht hat mit seinem Creative Team. Man macht nicht einfach, er kann nicht, dann setzt man den in den gleichen Spot, das ist Bullshit. Du hast Kofi in das mit reingesteckt, damit man gute Spots zeigen kann, hast du selbst schon mal gesagt. Ja, aber du hast dann auch bestimmt eine etwas andere Storyline um ihn geschrieben, als es Mustafa Ali hätte, bin ich mir ziemlich sicher. Ja gut, also mein Schlussfazit von SmackDown ist, es war besser wie Raw, allein schon wegen diesem fantastischen Gauntlet-Match. Was sich Raw auch eine Scheibe von abschneiden kann, ist die Matchzeit. Wesentlich mehr Matchzeit in die Zeit von SmackDown reingepackt, als in die 3 Stunden von, oder sagen wir mal, mit Werbung, 1,5 Stunden, 2 Stunden von Raw mit 40 Minuten, 50 Minuten. Weiß jetzt nicht mehr, was war 40, glaube ich. Und bei SmackDown 10 Minuten mehr für eine Stunde weniger. Sollte sich Raw vielleicht mal eine Scheibe von ab. Vielleicht Marlo noch irgendein Fazit. Gut, wenn das Grounded-Match nicht gewesen wäre, wäre wahrscheinlich andere Matches gekommen. Michi, ich stimme dir voll und ganz zu. Gut. Dann kommen wir jetzt zu NXT, wo Triple H eröffnet und mit dem NXT Championship zum Ring kommt, wo er eigentlich das Match um die NXT Championship ankündigen wollte zwischen Ciampa und Gargano für den NXT Takeover New York. Aber aufgrund der Nackenverletzung von Ciampa ist das leider nicht möglich. Trotzdem wird Johnny Gargano bei Takeover am 5. April ein Match um den vakanten NXT Championship erhalten.
und sein Gegner wird in einem Fatal Five Match zwischen Aleister Black, Ricochet, Adam Cole, Matt Riddle und Velveteen Dream bestimmt. Zudem gibt es auch in dem Match bei TakeOver eine Klausel, nämlich ein 2-out-of-3-Falls-Match, um einen eindeutigen Gewinner bestimmen zu können. Die Match-Ansetzung mit dem 2-out-of-3-Falls finde ich mega nice. Freue mich schon auf dieses Match, bin echt gespannt, wer das Match gewinnt. Den Herausforderer kommen wir später dazu. Dann haben so viel sich später noch, ist es nicht. Ja, jetzt haben sich noch ein paar Superstars beschwert, dass die Ansetzung zwar okay ist, aber nicht mit den Leuten, wo in diesem Match drin sind, so in der Art. Es ist nicht die beste Ansetzung. Und dann haben auch sich die Forgotten Sons noch ein bisschen darüber beklagt, dass sie wieder einmal vergessen wurden. Und sie haben behauptet, dass sich niemand für ihr Match in der kommenden Woche interessieren zu scheinen. Dann kamen noch weitere Backstage-Segmente, auf die wir nicht näher eingehen möchten. Dann kommen wir nämlich schon direkt zu diesem angesprochenen Fatal 5-Match zwischen Adam Cole, Aleister Black, Ricochet, Matt Riddle und Velveteen Dream, wo Adam Cole nach dem Last Shot an Ricochet gewann. Das Match war richtig unterhaltsam. Mega spannendes Spot. Matt Riddle hatte öfters mal, ich glaube dreimal, einen Submission-Move angesetzt, wurde aber immer unterbrochen. Der Last Shot von hinten da, der sah auch mega nass aus. Ich habe das mir nochmal angeschaut, weil ich gedacht habe, der kam vom Seil unten runtergesprungen mit dem Last Shot, aber der kam scheinbar nicht vom Seil gesprungen, aber trotzdem sah es mega nice aus, wie er den Last Shot an Ricochet gemacht hat, wo er den Pin gesetzt hat. Ich glaube, das war an Velveteen Dream. Ja, wo Ricochet den Pin gesetzt hat. Ich glaube, das war Velveteen Dream. Dann habe ich es jetzt doch nicht mehr vergessen. Ich wollte schon sagen, ich habe das vorhin nicht noch geguckt. Aber ich fand das Match echt richtig nice. Und mit Adam Cole, fand ich, hat es den richtigen Gewinner gehabt. Das, was ich halt dran auszusetzen hatte an diesem Match, warum es ein Aleister Black, Ricochet und Velveteen Dream in diesem Match standen. Wie wir ja wissen, ist Aleister Black und Ricochet in diesem Dusty Rhodes Tag Team Turnier drin und schon eine längere Zeit als Tag Team. Velveteen Dream als amtierender NXT North American Champion hätte ich jetzt auch nicht in dem Match gebraucht. Wie gesagt, man hätte auch anderen Leuten die Möglichkeit geben können, um dieses Match zu bestreiten. Naja, wie dem auch sei. Adam Cole hat letztendlich gewonnen. Ich bin echt schon gespannt auf dieses Match bei TakeOver. Also ich will mich nur kurz halten und auch nur was zu dem Match sagen. Ich fand das Match mal wieder fantastisch. Ist auch für mich das beste Match, was ich diese Woche gesehen habe. Viele sagen jetzt, ja, bei Tour of Five Live, Tony Nese gegen Cedric Alexander war gut. Das habe ich allerdings noch nicht gesehen. Deswegen ist das für mich momentan so das Match of the Week, sag ich mal. Mit Adam Cole hast du den richtigen Gewinner hier in dem Match. Denn wie gesagt, ein Velveteen Dream, ein Aleister Black und ein Ricochet stehen schon in ihren eigenen Stories drin. Und auch ein Matt Riddle, der jetzt als Gegner von Velveteen Dream angekündigt wurde überall auf Social Media. Deswegen kam nur Adam Cole in Frage. Deswegen war für mich der Gewinner in diesem Match, auch wenn ich ihn schon vor dem Match wusste, ja, vorhersehbar, sage ich mal. Aber was will man machen? Aber trotzdem, das Match war gut und ich freue mich auf TakeOver. Ja, ich fand das Match auch super gut. Matt Riddle hat auch gut reingepasst. Zuerst habe ich mich so gefragt, wie passt er? Okay, von der Storyline her hat er reingepasst, aber wie passt er vom Ringstil her rein? Wie wird er mit den anderen harmonieren? Fand ich sehr gut. Alle haben ihre Spots gehabt. Endeffekt, gutes Match. Cole gewinnt. Finde ich auch gut. Ich freue mich auf TakeOver. Gut, wenn Helgi nicht will, dann mache ich. Zwei Sätze, um das Ganze zusammenzufassen. NXT als Show, das Schlechteste diese Woche. Das Match, das Beste diese Woche. Das, ich weiß, es ist schwierig, sich das vorzustellen. Aber das Gesamtpaket NXT war diese Woche einfach furchtbar. Ich habe zu Michi gesagt, dass er eben meinte, ich gehe jetzt mal NXT gucken. Ich sage, spul einfach bis zu dem Match vor und lies dir die Berichte zu den Backstage-Segmenten einfach im Internet durch. War dir eine Menge Zeit. Aber das, was man im Match gesehen hat, absolut stark. Ich bin ein bisschen tatsächlich bei Michi, dass ich sage, dass man, wenn man das schon macht mit so einer Match-Art, hätte man einfach auch anderen Leuten einen Spot geben können. Ja, jetzt kann man wieder sagen, ja, aber das wäre ja nicht aufgebaut gewesen. Und wer wäre denn Titelmaterial? Kann ich alles nachvollziehen. Man hätte aber zum Beispiel neben einem Velveteen Dream, der eh schon den Titel hat, vielleicht irgendwen da reinsetzen können. Meine Idee so Jackson Ryker. Meine Idee Conor Reeves. Ah, bitte ernst gemeint Ideen. Nein, Dominik oder wie der heißt. Genau, genau. Das wären so Kandidaten gewesen, die hätte man da reinmachen können. Einfach um ihnen auch mal einen größeren Spot zu geben.
Aber nein, man nimmt das Titelmaterial, was man eh schon die ganze Zeit gepusht hat, im Midcard und im Main-Titel-Ranking. Ja, fand ich ein bisschen schade, aber das Match an sich, diese Geschwindigkeit und diese vielen verschiedenen Spots, weil du so viele unsagbar gute verschiedene Ringstile hattest, mega gut. Und ich freue mich jetzt einfach nur auf Takeover, auch mit dieser Stipulation, 2 out of 3 falls in einem Käfig. Alter. Was, in einem Käfig? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das in einem Käfig? Nee. Nein? Nee, nicht, dass ich wusste. Also in einem Käfig wäre das echt nice gewesen. Also ich meine, Triple H hätte was von Cage Match gesagt. Gut, dann nehme aber ich Johnny Gargano ist ja, hat ja schon mal so ein 2 out of 3 falls Match gemacht, wo sie dann noch im Tag Team fungiert hatten. Dann nehme ich alles zurück, aber ein 2 out of 3 falls Match ist immer noch saustark. Und ja, damit hat sich dann WWE-Woche für Daniel erledigt. Ich wünsche mir die 35 Minuten Laberzeit von NXT wieder, weil der Rest war saugeil. Man muss sagen, man hatte eine Zeit von NXT bei 50 Minuten noch nicht mal und dann war die Sendung auch schon vorbei. Ja, und von daher weiter. Ich melde mich jetzt auch nochmal zu Wort. Fand es auch ganz interessant, wird wahrscheinlich wirklich, wie gesagt, Daniel meinte, mit dem Tour des Three Falls Match echt interessant. Finde es geil, dass die WWE immer solche Stipulations macht und nicht nur alles in Standard-Matches macht, weil Standard-Matches sind unterhaltsam, werden irgendwann langweilig und gerade ein 2 out of 3 falls Match könnte sehr interessant sein. Auch das Fatal 5-Match bei NXT war sehr interessant, obwohl ich allen meinen Vorrednern recht geben muss. Warum Ricochet, warum Aleister Black, warum Velveteen Dream, die ihre eigenen Stories haben. NXT hatte wirklich genug Leute im Roster, die jemanden hätte da reinbringen können. Aber gut, so ist es normal. Adam Cole verdient gewonnen. Wir freuen uns auf NXT Takeover und danach auf WrestleMania. Ja, damit ist es auch von mir die Wrestling-Woche abgeschlossen. Aber Daniel, auf deine Idee mit dem Cage mitzukommen, man könnte ja bei den 2 out of 3 Falls 3 unterschiedliche Matcharten machen. Aber ich glaube, das ist zu viel verlangt. Wir sind schon froh, dass es mit dem 2 out of 3 Falls Match eine interessante Stipulation geworden ist. Das hätte ich auch. Man hätte ja auch ein stinknormales 1 gegen 1 machen können, aber es wäre wahrscheinlich zu langweilig geworden um den markanten Titel. Also was du da meinst, so ein Three Stages of Hell Match, ja, wenn ich auch sehr nice, das hätte ich sehr gerne in der ursprünglichen Variante gehabt, Gargano gegen Ciampa. Das wäre wahrscheinlich sehr nice gewesen. Aber egal, normales 2 out of 3 falls Match gegen von Gargano gegen Cole kann auch eigentlich nur geil werden. Und ich finde dann auch, von mir ist die Woche jetzt auch abgeschlossen. Ich muss auch noch dazu sagen, bis auf dieses Match war NXT und das Anfangssegment von Triple H war NXT. Wie gesagt, wahrscheinlich. Und ich habe es ja nicht gesehen. Ich habe vorhin einfach bloß vorgespielt bis zum Match nach der Ansage von Triple H. So wie ich gehört habe, habe ich es mir erspart. Also von daher ist meine Sache jetzt auch für diese Woche erledigt. Gut, bevor wir zur Verabschiedung kommen, möchte ich aber mal noch was ganz, ganz kurz aufgreifen, was in den letzten Podcast-Wochen ein bisschen untergegangen ist. Das ist ja so die Informations- und Gerüchteküche-Welle rund um All Elite Wrestling. Es gibt keine neuen Gerüchte, die ich euch so erzählen könnte. Das könnte eventuell dann der Malu machen, wenn es da was gäbe. Aber ich glaube, das hätte er dann schon getan. Aber ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen. Es sind noch knappe 10 Wochen bis zum nächsten All Elite Wrestling Event und eigentlich dem ersten All Elite Wrestling. Der Countdown läuft, Leute. Ja, All Elite Wrestling mit dem ersten Event dann Double or Nothing im Mai, freue ich mich richtig drauf. Sind schon ein paar sehr starke Matches angekündigt, wo ich mich sehr drauf freue. Gab jetzt eigentlich nur ein paar Ankündigungen noch mehr und die wichtigste davon kann ich ja eben sagen, nämlich die ehemalige Impact Knockouts Championess Ellie, auch bekannt als Cherry Bomb, ist bei All Elite Wrestling unter Vertrag. Ich finde sie sehr, sehr gut, vor allen Dingen im Tag Team mit Rosemary als Demon Bunny fand ich sie sehr, sehr stark. Deswegen, ich freue mich, sie bei All Elite Wrestling zu sehen. Ja, dann würde ich mal sagen, beenden wir die Wrestling-Woche für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Lasst gerne ein Like, Follow, Abo da. Wir würden uns freuen. Gebt uns Feedback. Was meint ihr zu der Wrestling-Woche? Könnt ihr auch gerne schreiben. Wie fandet ihr es? Ich bin raus. Macht's gut. Tschüss. Ich halte mich genau ganz kurz. Ich hoffe, auch euch hat's gefallen. Vielleicht könnt ihr mal eure Meinung zu Raw, SmackDown und NXT in die Kommentare schreiben, interagieren.
würde uns freuen. Und sonst gibt es von mir aus nichts zu sagen. Ja, von mir auch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Hoffe, ihr habt Spaß beim Anhören. Lasst uns gerne Kritik da, wenn ihr welche habt. Aber auch gerne Anmerkungen, wie ihr es fandet. Wenn ihr es gut fandet, schreibt es uns rein. Lasst Likes da, lasst Kommentare da und alles drum und dran. Ja, wir hören uns dann wieder nächste Woche zum neuen Folge Podcast. Bis dann. Tschüss. Ja, ich finde, sie haben gerade alles gesagt. Lasst Likes und Follows da, wie ihr wollt. Würde uns sehr freuen. Interagiert mit uns durch Kommentare und so. Gehen wir sehr gerne drauf ein. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß bei unserem Fatal Five-Way-Cast. Und ciao. Jawohl, dann bleibt auch mir nur noch übrig, mich zu verabschieden. Lasst gerne Kritik da, positiv, negativ, konstruktiv, bitte nicht beleidigend. Ist mir alles recht, je mehr, desto besser. Und wir hören uns spätestens nächste Woche. Und was ganz, ganz wichtig ist, zwei Sachen noch, einen schönen Sonntag. Das ist das eine. Und das andere, ich entschuldige mich nochmal für etwaige komische Nebengeräusche, Hustenanfälle etc. Aber ich bin ein Arsch, das ist ein ungeschnittener Podcast. Und deswegen müsst ihr das alle ertragen. Ja, das war doch mal iconic. Wieso geht der Bot nicht raus? Oh, ich habe was vergessen.